Take one. Bevor wir mit Markus Kuhn und Anne Wenschow sprechen, möchte ich schon mal auf die Umfrage hinweisen. Alle, die an den Tischen sitzen, sehen, dass da so ein Blatt liegt mit so einem großen QR-Code. Also wir wollen sozusagen das Erlebnis hier im VIP-Raum noch besser gestalten und würden euch also bitten, das mal auszufüllen. Das heißt, entweder den QR-Code scannen oder den Link nutzen. Ja? Vielen Dank. Ja, Markus hat gerade gesagt, es ist jetzt eine unglückliche Situation, dass er mit dem dreifachen Torschütze vorm sitzt, aber ich muss dazu sagen, dass ich Andy Wenschow schon zur Halbzeit nominiert hatte. Da wusste ich noch gar nicht, dass er drei Tore schießt. Andy, du hast es aber nicht vorher gewusst, oder? Wie hast du dich auch mal besonders ins Zeug gelegt danach, oder? Nee, eigentlich, erste Halbzeit hat noch nicht so viel darauf hingedeutet. Ja, jetzt bin ich eigentlich ganz glücklich, dass es so geklappt hat. Du hast ja schon in der letzten Partie quasi so ein bisschen die selbstgemachte Tordiät gebrochen. Und es fällt auch, dass du sehr tolle Schusstechnik an den Tag legst, auch bei Freistößen und so. Darf ich mal fragen, ob du das gelegentlich trainierst? Oder ist das eher so ein gegebenes Talent? Nee, das bin ich gespannt. Nee, also. Ich weiß nicht, ob mein Vater zuhört, ein bisschen Talent ist bestimmt auch dabei, aber sonst halt Training, ganz normal. Also wir trainieren ja alle nicht gerade wenig, von daher. Und du bist ja auch immer sehr um Ordnung im Spiel bemüht, also man sieht dich selten irgendwie einen Ball einfach nur so dranhauen, sondern du hast eine sehr ästhetische Spielweise, gibt es da Vorbilder, an denen du dich orientiert hast? Markus Kuhn, ja, ganz klar. Ja, vielleicht erstmal Markus. Du bist in der letzten Woche zu einem der Rekordspieler bei Lok aufgestiegen und ist ja bekannt, dass du dich mit den Clubs fast so identifizierst wie kein zweiter. Jetzt schießt du auch oder köpfst auch einen blauen Tore. Vielleicht erstmal zu der Mini-Krise. Es ist auch eine neue Qualität von Lok, dass man so Spiele, die vielleicht nicht ganz so toll laufen, auch dann wenigstens unentschieden gestaltet oder 0-0 und sagt, es ist vielleicht nicht so toll gewesen, aber wir haben wenigstens Punkte mitgenommen. Ja, das ist auf jeden Fall eine neue Qualität. Ich denke jetzt mal, letzte Saison, da hätten wir auch viele Spiele noch verloren. Und wenn ich jetzt gerade an Barleben denke, da haben wir eben in der 86. glaube ich irgendein Mitspieler hat dann vorgemacht. Und ja, also das ist schon mal gut, dass wir so den Mythos von Ungeschlagenheit auf jeden Fall beibehalten und wenigstens einen Punkt mitnehmen. Und gerade heute hat man dann ja wieder gezeigt, was in der Mannschaft reingesteckt und mit vielen Toren wieder gezeigt, dass wir wieder da sind. Und ich denke, jetzt geht es wieder los. Wir haben eine kurze Schwächephase gehabt, aber da haben wir uns auch nicht verrückt machen lassen innerhalb der Mannschaft und haben immer an uns geglaubt. Und ja, so kann es jetzt weitergehen. Also ich glaube, die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung ist auch nicht so riesig. Das Umfeld ist ja auch ruhig geblieben. Na, es ist nichts passiert. Ja, was sagst du heute zu der Kulisse? Trotz der drei Unentschieden waren fast 3.002 Zuschauer da und haben euch toll unterstützt. Ist vielleicht nicht selbstverständlich, oder? Was sagst du? Na, Lok ist Wahnsinn, das ist ja nur nichts Neues. Darum liebe ich den Verein so. Und 3.100 Zuschauer in einem Oberligaspiel, das ist schon Wahnsinn, sucht seinesgleichen. Ja. Das ist unser Hausstand. Andi, vielleicht darf ich doch nochmal auf die Schwäche kommen, auf deine Freistoßtechnik. Also gegen Plauen hast du da einen reingezirkelt, der da schon Top-Format hatte. Checkst du das manchmal oder übst du das manchmal? Oder ist das nicht ganz so witzig? Nein. Na, also, ja, na klar üben wir das. Wir haben natürlich immer Abschlusstraining noch vorher. Der Trainer gibt ein paar Varianten vor. Ja, das ist. Also wir üben das wirklich oft halt, jedes Wochenende auf jeden Fall direkt vom Spiel, aber am Ende ist das Spiel immer noch mal was anderes, da musst du erst mal treffen halt, weil es immer, du hast im Spiel halt nur einen. Im Training hast du halt 3-4, das ist halt das Schwierige daran und ich war gegen Plauen ganz froh, das war mit das erste Mal, dass halt wirklich so reingegangen ist. Ja, und ich hoffe, dass es einfach nochmal klappt. Gegen Barleben war auch nicht so, war auch relativ knapp einer dabei. Ja, im Moment kommen sie gut, darüber freue ich mich. Wir haben über links schieße ich sie quasi, rechts schießt sie auch häufig sehr gut. Da sind wir, glaube ich, deutlich gefährlicher geworden im Moment. Ich denke, das kann man allgemein beobachten, dass auch nach Freischüssen oder bei Standardsituationen die Kurvenfahrt gestiegen ist. Ne? Also
Markus, du gehst auch sozusagen regelmäßig mit nach vorne und triffst auch häufiger per Kopf. Also ist das auch so ein Resultat des Trainings oder ist das eigentlich eher so ein persönlicher Antrieb? Jetzt kommen endlich die Freistöße um auf den Adventure. Also, nee, also das ist auf jeden Fall, wir haben gute Kopfballspieler dazugekriegt. Da bin ich dann Sicke und Ronny und so weiter und auch Jamal, da machen wir, denke ich, schon vorne Ballett und kann sich jetzt nicht auf einen einzigen einschießen. Und auch die Standards ist auf jeden Fall jetzt eine neue Qualität diese Saison, wenn ich Andi oder Paul oder Bex denke, also die kommen schon richtig gut. Und ja, da sind wir jetzt auch endlich durch Standards noch fertig. Ne? Das setze ich mal. Okay, das nächste Spiel steht schon relativ bald an und in 5 Tagen in Markranstädt war das jetzt so ein richtiger Befreiungsschlag, war auch mal ein Achtungszeichen an den kommenden Gegner, dass ihr auch mit breiter Brust sozusagen dahin fahrt. Ich? Okay. Na, also ich glaube, wir waren vorher auch bei dem Unentschieden nicht ganz so schlecht. Das sieht halt, also man muss einfach mal sagen, wir haben eine ganze Weile jetzt nicht verloren. Bei den Unentschieden waren wir auch nicht schlecht und jetzt kommt halt Markranstädt, das Cottbus-Spiel war wichtig. Markranstädt ist natürlich nochmal eine andere Qualität, glaube ich. Aber wenn wir da so wie heute reingehen, wird es auch für Markranstädt ganz schwer, aber wir müssen es halt immer wieder hart erarbeiten, das ist ganz wichtig. So, ich sehe, euer Coach der wartet schon, deswegen müssen wir euch auch nochmal zurückkommen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr jedem Anruf gestanden habt und wir wünschen euch viel Erfolg für das Match in Markranstädt und danken uns für die tolle Leistung. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.